Herzlich willkommen bei RWK Privatmedia on Tour. Und diesmal sind wir auf einem ganz besonderen Anlass. Denn wir sind heute bei der Flumerdrucker bzw. Narrezund Flumerdrucker aus Schullerwald. Und neben mir habe ich einmal der Ralf und einmal der Marco. Einmal der Zunftmeister und einmal der Oberzunftmeister. Also einer hat bestimmt mehr zu sagen als der andere, ne? Ich bin der Erste, genau. So, jetzt sind wir jetzt hier auf dem Zunftball 2020, der Narrezunft. Und wie fand ihr das Resümee für heute Abend? War sehr schön, wir hatten eine tolle Stimmung in der Halle. Die Halle war voll besetzt und ja, wir sind sehr zufrieden. Genau, aber wenn Sie jetzt mal hier fragen, was sind Flumerdrucker? Das kann man bestimmt erzählen, gell? Ja, ich kann dir das erzählen. Und zwar, das geht auf eine alte Sage aus dem Dorf zurück, wo eine beleibte Bauersfrau aus Schullerwald ihre Früchte nach Offenburg auf den Markt bringen wollte. Und da es ja zu der Zeit ja noch keinen Transport gab, hat ein alterner Bauer sie mitgenommen mit ihrem Fuhrwerk. Das Fuhrwerk ist ja klar, ganz klar, man hat die Flammenkörper hinten dran gestellt, die Bauersfrau ist reingesessen und dann hätte der alterne Bauer natürlich um die Schreckhaftigkeit seiner Tiere gewusst. Hätte natürlich schön die Peitsche geschnallt. Es hätte einen Ruck gegeben im Wagen, die Bauersfrau ist nach hinten in die Körbe gefallen und dann hätte sie gerufen, oh, jetzt sind alle Flume verdruckt und das ist unsere Geschichte. Und darauf beziehen wir uns schon seit langen Jahren. Ja. Und wer die Flumerdrucker schon mal auf Umzüge und auf Hallenveranstaltungen mal gesehen hat, die haben einen ganz besonderen Löffel dran hängen. Und das hat mich immer ganz groß gewundert, was für ein Löffel das ist. Also es ist definitiv kein Kaffeelöffel oder der Löffel für Scholler umrühren, sondern das hat auch eine Tradition, denn ihr veranstaltet die Narretaufe beim Zunftabend. Und da spielt der Löffel eine Rolle. Genau, und zwar ist die Taufe beim Zunftabend und da wäre die neue Täuflinge oder die neue Spätle wäre getauft, indem sie dann die Blumen drucken im Korb und einen Tauflöffel überreicht bekommen. Darauf steht der Name, ein alter Schullerwälder Name, den sie dann überreicht bekommen und der Löffel symbolisiert das Kind, was mit dem Löffel gefüttert wird. Also, da sind wir auf jeden Fall sehr, sehr schlauer geworden. Natürlich ist es auch so, ihr hattet ja vor kurzer Zeit, und das ist ja gar nicht mal lang her, ein ganz riesiges, großes Fest. Nämlich das war das Jubiläum, und da verraten wir jetzt natürlich mal nicht die Zahl, sondern das Jubiläum, das Fest, wie war das? Das ist ungefähr, glaube ich, am Januar gewesen. Genau, das war am 18. Januar. Und war gut besucht, wir hatten viele Hästträger hier, es war ausschließlich für Hästträger und tolle Stimmung und eine vollbesetzte Halle. Vollbesetzte Halle. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Ding, was eigentlich viele auch mittlerweile schon kennen und erwartet. Wir verlosen natürlich eine DVD, wenn RWK natürlich unterwegs ist und eine DVD produziert, wie immer. Aber wir verlosen eine DVD und die sieht natürlich so aus, die haben wir schon hier. Flumerdrucker 2020. Ja. Narrball bzw. Zunftball. Und diese DVD, die kann man jetzt schon auf jeden Fall sagen, die wird es auf jeden Fall in Serie geben, steht momentan Volume 1 dran und die könnt ihr einmal gewinnen durch eine Verlose oder könnt ihr natürlich auch bestellen bei der Narrezund Flumerdrucker unter der E-Mail-Adresse oberzunftmeister@flumerdrucker.de ja. Und natürlich auch unter rwkprivatmedia@gmx.de für einen Preis von 12 Euro. Und jetzt kommt natürlich die Frage, möchte jemand sagen? Wie alt werden die Flumerdrucker dieses Jahr? Also wenn ihr das wisst, dann schreibt die Lösung an rwkprivatmedia@gmx.de und bei allen richtigen Einsendungen wird natürlich der richtige ausgelost. Und diese Auslosung findet natürlich live statt, das werde ich dann auch aufzeichnen. Und der Einsendeschluss ist der 30. März. Ich denke mal, wir können jetzt ja auch hier weiter feiern. Die tanzen da ganz kräftig dahin, der Abend geht noch weiter. Und wie gesagt, wenn ihr nächstes Jahr zu der Flumerdrucker zum kommen wollt, dann findet... Kommt am Fastnachtsfreitag zu uns als Gäste, wir freuen uns. Wir bieten ein schönes Programm, abwechslungsreich.
wir sind kurzweilig und von dem her seid unsere Gäste, habt Spaß und genießt den Abend mit uns. Genau, das kann ich noch weiterempfehlen. Das war ein super geiles Programm und ich sage euch, ihr habt was verpasst. In diesem Sinne, wir feiern weiter. Dankeschön. Wäsch ich mir Haumen in der Hand. Ich hab Stall,
Stall, Stall voller Vieh, ich wär doch ein guter Party. Den ganzen Tag im Winter keiner erfroren.